Getriggert durch Angst, getrieben von Solidaritätsaufrufen, überzeugt von der Aussage wirksam und sicher aus berufenen Mündern, unterzogen sich Millionen von Menschen einer Gentherapie, die ihnen als Impfung verkauft wurde. Viele tragen nun massive Schäden davon, aber sie werden nicht gesehen und nicht gehört. Mit wenigen Ausnahmen kommen sie in der Öffentlichkeit nicht zu Wort. Nicht nur in der breiten Gesellschaft, auch bei Ärzten, in medizinischen Einrichtungen, an Arbeitsplätzen, im Freundeskreis oder in der Familie glaubt man ihnen oft nicht. Eine transparente Berichterstattung über Folgeschäden der sogenannten Impfung ist dringend erforderlich. Mit einer Reihe von sehr persönlichen, künstlerischen Foto- und Filmporträts gibt die Gruppe Kollateral den Geschädigten und Ungesehenen Stimme und Gesicht. Mein Name ist Margit. Ich bin 73 Jahre, war Krankenschwester früher, bin in der Zwischenzeit Rentnerin. Der Name meines Mannes ist Ludwig. Ja, er ist 79 Jahre gewesen, war von Beruf Personalleiter, in der Zwischenzeit auch Rentner. Wir hatten 2 Kinder. Mein früheres Hobby war sehr viel Fahrradfahren, Schwimmen, Skifahren, hauptsächlich Sport. Wir sind sehr viel verreist. Das waren auch unsere weiteren Pläne wieder. Ich persönlich hatte vor ca. 15 Jahren einen Skiunfall. Bin mehrmals operiert worden. Dann habe ich eine sehr schwere Neuroborreliose gehabt. Corona hatte ich nicht bis zur Impfung. Ich habe mich impfen lassen, weil ein Sohn in Österreich lebt oder meine Enkelkinder. Und sonst hätten wir sie nicht mehr besuchen können. Es gab ja damals diese Reiseeinschränkungen, konnte fast nicht mehr zum Essen gehen. Ich hatte die Hoffnung durch die Impfung, dass wir wieder zum etwas normaleren, in Anführungsstriche, Leben kommen. Ich hatte keine Angst vor Corona, aber ich habe mich trotzdem impfen lassen. Ich habe alles zusammen mit meinem inzwischen verstorbenen Mann entschieden, gemeinsam gemacht. Wir sind gemeinsam zum Hausarzt gegangen, haben uns auch gemeinsam impfen lassen. Die ersten beiden Impfungen haben wir einigermaßen gut vertragen mit diesen kurzfristigen Schäden. Mein Mann hatte Schwindel, Übelkeit. Ich hatte sehr starke Schmerzen wieder. Ich hatte ja gesagt, dass ich diese Neuroborreliose hatte und genau diese Symptome sind bei mir nach der Impfung wieder aufgetreten mit sehr starken Schmerzen, was sich aber nach der ersten Impfung nach einer gewissen Zeit wieder normalisiert hat. Nach der zweiten Impfung ging es uns genauso, allen beiden. Nach 1-2 Wochen waren diese Symptome nicht mehr zu spüren. Die erste Impfung haben wir erhalten im April 2021. Die zweite Impfung im Juli 2021, nach 3 Monaten. Und die dritte Impfung im Januar 2022. Mir persönlich hat die Impfung einen ganz starken Schwindel ausgelöst. Die ersten Tage konnte ich nicht gerade gehen. Bin im Zickzackkurs gelaufen. Sehr starke Schmerzen wieder im Rückenbereich, im Kniebereich. Ich hatte aber eine sehr gute Heilpraktikerin, wo wir dann sofort einen Termin bekommen haben. Die hat mir über Bioresonanz sehr viel ausgeleitet. Da wurde es mit dem Schwindel etwas besser und mit den Schmerzen auch. Aber dieser Schwindel und auch Gleichgewichtsstörung bestehen bis heute noch. Und auch weiterhin Schmerzen im Rücken und Schmerzen in diesem Knie, wo ich damals diesen Unfall hatte und mehrmals operiert wurde. Eben durch diese Impfung sind diese Schmerzen auch wieder verstärkt worden. Für meinen Mann muss ich noch ergänzen, er bekam im April 2020, noch vor Corona, eine schwere Gürtelrose mit starken Schmerzen am gesamten Oberkörper. Nach der zweiten Covid-Impfung wurde er im Oktober 2021 gegen Gürtelrose geimpft. Und dieser Abstand zu der nächsten Corona-Impfung war relativ gering. Das haben wir erst hinterher erfahren. Wahrscheinlich wurde da nicht darauf geachtet, dass das ohne weiteres sein kann, dass dadurch auch das noch verstärkt hat alles. Weil die Gürtelrose-Impfung ist auch nicht so ohne anscheinend. Aber das
wusste ich nicht und wusste er auch nicht. Das hat uns auch niemand gesagt. Mein Mann hatte circa 15 Jahre zuvor Darmkrebs, wurde damals operiert. Er hatte Metastasen in der Leber. Sämtliche Lymphknoten, die befallen waren, wurden entfernt. Hinterher hatte er immer wieder Untersuchungen mit einem PET-CT. Es wurden niemals Metastasen festgestellt. Und er war jedes Jahr dort und es ist nichts mehr festgestellt worden, also keine Neubildung von Metastasen. Im Januar 22 hat mein Mann die dritte Impfung bekommen. 2 bis 3 Wochen später fing es an, dass er etwas müde war, teilweise ein bisschen unkonzentriert, etwas vergesslich, ist immer wieder zwischenzeitlich eingeschlafen. Ich muss dazu sagen, er hatte eine Frühblühallergie und durch diese frühe Wärme haben die Haselnüsse schon relativ früh geblüht. Und er hatte dann eben gegen Allergie entsprechende Medikamente genommen. Und man hat am Anfang gemeint, dass diese Medikamente eben gegen die Allergie diese Müdigkeit auch verursachen können. Und er hat dann eine Medikamentenumstellung bekommen, aber die Symptome haben sich verschlechtert. Er fing an, kleine Schritte zu machen. Er hatte einen leichten Tremor, ein Zittern. Es waren Symptome wie Parkinson und Demenz. Ende April hatten wir einen Termin im neurologischen Zentrum. 2 Tage später bekam er einen Termin in der Radiologie. Mittels eines CTs wurden Metastasen im Gehirn festgestellt. Diese Metastasen verursachten die Symptome. Die Neurologin vermutete, dass die bis dahin ruhenden Metastasen durch die dritte Corona-Impfung aktiviert wurden. Daher wurde er am 2. Mai in der Uniklinik aufgenommen. Da ging es ihm ja schon sehr schlecht mit Rollstuhl und so. Und dann ist er eben dort geblieben und wurde dann bestrahlt. Und nach 4 Wochen ist er anschließend in ein Pflegeheim verlegt worden, weil er absolut unselbstständig war, kaum mehr laufen konnte. Und ich hätte ihn auch nicht zu Hause mehr betreuen können, weil er konnte keine Treppen mehr laufen. Ja, er war ein reiner Pflegefall in der Zwischenzeit. Und dort ist er genau nach 4 Wochen ist er verstorben. Nachdem sich die Symptome so schnell entwickelt haben. Eigentlich in diesem neurologischen Zentrum, die Ärztin, weil ich habe eben gesagt, wann er geimpft worden ist. Und dann sagt sie, ja, das sind genau diese Anzeichen, dass sich das in dieser Zeit sowas entwickeln kann. Sie sagt, ein Parkinson, so wie er diese Symptome hatte, ein Parkinson kann sich nicht innerhalb von 1, 2 Monaten entwickeln. Das sind diese typischen Anzeichen für die, gesagt, das habe ich sogar schriftlich von ihr, dass sich das nach der Impfung entwickelt hat. Also war das ungefähr Januar, Februar, März, ungefähr so nach 3 Monaten. Das fing aber, wie gesagt, langsam an, bis man drauf kam, was es überhaupt ist, ne? Und das ging ja nachher ganz, ganz schnell. Das ging ja im Prinzip von Woche zu Woche. Ich weiß noch, das erste Mal, als wir dort waren, ist er noch mit dem Rollator gegangen. Und als wir das zweite Mal nach einer Woche da waren, musste ich ihn schon mit dem Rollstuhl dahin fahren, weil er schon nicht mehr laufen konnte. Also wie gesagt, das hat sich ganz rasend schnell nachher so entwickelt. Wir haben nicht gewusst, dass die Impfung solche Nebenwirkungen haben kann. Es wurde uns auch nie gesagt. Es wurde lediglich bei der Impfung gesagt, dass ganz kurzfristige Nebenwirkungen auftreten können. In der Zwischenzeit haben wir festgestellt, dass eben sehr viele Nebenwirkungen auftreten. Und wenn wir das alles vorher gewusst hätten, hätten wir uns niemals impfen lassen. Und ich werde mich auch kein viertes Mal impfen lassen. Kollateral, ein Kampf um Anerkennung der Schäden nach der sogenannten Impfung. Es muss intensiv nach Heilmethoden geforscht und den Betroffenen die notwendige finanzielle Unterstützung zuteil werden.
Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden und ebenfalls erzählen möchten, wie es Ihnen geht, melden Sie sich bitte unter collaterales@posteo.de.